So, und da bin ich wieder mit Let's Play Dragon Quest 6. Im letzten Part, ja, haben wir gerade das Dorf verlassen, weil wir entlarvt wurden. Ja, und sonst ist eigentlich nicht viel passiert, abgesehen davon, dass ich mich verlaufen habe. Wir sollen jetzt irgendwo nach Nordwesten und eine Kurve laufen und dann Richtung Südosten. Was sind das für Viecher? Totenmann. Der Name ist auf jeden Fall schon mal sehr kreativ. Hauptsache, sie sind nicht ganz so übel. Ja, nö, geht noch. Okay. Vielleicht ist das gemeint. Also erst hier Richtung Nordwesten. Aber dann kann ich hier jetzt keine Kurve machen, oder? Oder ist das die kleine Kurve? Egal. Und wenn ich die ganze Karte ablaufe, irgendwann finde ich's. Davon bin ich überzeugt. Ja, keine Ahnung, man muss jetzt halt mal rumgucken. Eigentlich habe ich bisher alles immer relativ schnell gefunden, bilde ich mir ein. Ob das jetzt auch so ist, keine Ahnung. Also normalerweise findet man die Sachen hier ja wohl. Eine kurze Kurve, ein Schild. Schilder sind doch meine besten Freunde. Stopp. So. Südosten, Desmodia. Ha, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist doch schön. Das ist gerade voll am Laggen hier. Oh, das sind ganz schön viele. Für meinen Geschmack etwas zu viele. Weiß nicht, warum das gerade am Laggen ist. Eigentlich ist mit meinem C nichts Besonderes. Nö. Ich habe gerade noch mal ein Programm geschlossen. Vielleicht lag es daran. Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht lag es ja wirklich daran. Weil ich weiß, ich habe mal meine CPU-Auslastung beim Aufnehmen beobachtet und die war nicht so gut. Ich glaube, mein PC ist etwas. Ja, das läuft besser. Ja, jetzt weiß ich auch, woran das lag. Ich hatte versehentlich Camtasia, das Programm itself, noch auf und nicht nur den. Nicht nur das Aufnahmeding. Ah, das nenne ich Wasser. Es ist wunderbar. Endlich. Wie sagt man? Eine hinter meine Binde zu kippen. In meinem Alter sollte ich wahrscheinlich die gefährlichen Reisen wie diese vermeiden. Was sagt ihr da? Wo gehe ich hin? Sagen wir einfach, ich suche den verlegten Traum und belassen wir es dabei. Aber wie ihr sehen könnt, ist dies nur eine langweilige alte Höhle. Nichts hier. Nichts hier. Stimmt es nicht? Wenn das alles ist, dann wünsche ich euch den guten Tag. Lebt wohl. Ja, offensichtlich komme ich hier nicht rüber. Okay. Dann sind wir da auf jeden Fall auch nicht ganz richtig. Dann müssen wir jetzt vielleicht in die Richtung. Ja, das sieht doch nach einer Stadt aus. Oder eher, ja, das ist eine Stadt, genau. Jetzt ist es wieder ein bisschen mehr am Laggen. Ja, gut, das ist einfach immer auf dieser großen Karte. Hier funktioniert es wieder alles flüssig. Typisch. Willkommen in Desmodia, der Heimat der Desmodium-Essenz. Verlangen Sie das Original. Ihr seid doch sicher hier, um unsere berühmte Desmodium-Essenz zu probieren, die aus unserem wunderbar weichen Wasser gewonnen wird. Wir sagen mal ja. Aber natürlich, doch hütet euch vor billigen Nachahmung. Desmodias Original, Desmodium-Essenz ist das einzig wahre. Ah, das ist schon wieder am. Also es kann sein, dass ich jetzt jedes Mal die Framerate ändern muss, sobald ich das Dorf verlasse. Also, weiß ich nicht. Kann sein. Geht ja ganz schnell, Gott sei Dank. Die Seidenrobe ist nicht wirklich gut, oder? Ja, aber da kriegt man richtig viel Geld für. Ist die sicher nicht gut? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich pack die mal eben. Also, wenn die jemand tragen kann, dann sowieso Milena. Deswegen schaue ich mir jetzt mal kurz. Nein, noch nicht. Ich will erst mal gucken. Ne, die Abwehr geht dabei runter. Aber ich war gerade irritiert, weil das so viel wert ist. Deswegen. Sicher ist sicher. Jetzt hat sie. Gut, Seidenrobe. Ja. Okay. Nein, aber ich möchte mal schauen, ob du etwas zu verkaufen hast, was ich kaufen möchte. Aha, das kann also. Okay.
Das ist also diese Desmodium Essenz. Aber ich kaufe mir die jetzt noch nicht. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich die jetzt einfach kaufen sollte, dass es was bringt. Von all den Monstern, die mir bisher begegnet sind, konnte keines mit dem alten Drachen in der Kirche aufnehmen. Ich habe nur ganz beiläufig erwähnt, dass ich auf der Suche nach Schätzen bin. Da hat sie mir fast den Kopf abgerissen. Aus irgendeinem irren Grund hat sie Schatzjäger auf dem Kika. Sie hasst sie leidenschaftlich. Echt? Okay. Dann sollten wir der Kirche auch auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten. Klingt wenigstens, interessant. Eisenküras. Sind die ganzen Sachen hier auch wieder besser? Ich glaube, ich muss bald mal... Geld scheffeln gehen oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal nach einer neuen Waffe. Das hatte ich nämlich... dafür hatte ich ja kein Geld mehr, als ich da war. In der letzten Stadt in Somnia. Deswegen... vielleicht... Kettensichel. Habe ich Kettensichel? Klingenbumerang. Genau, den wollte ich mir vielleicht noch kaufen. Der Eisenhammer wäre natürlich für ihn wieder geil und... Stahlbreitschwert ist für beide gut. Toll! Wir kaufen erstmal den Klingenbumerang. Also, gut. Mann, ist das alles teuer. Ich muss echt vielleicht in ein, zwei Parts oder so gehe ich dann vielleicht mal wirklich ein bisschen leveln. Dann kann ich Milena noch ein bisschen mit hochziehen. Und, dann kann ich auch wieder ein bisschen Geld besorgen, aber ich glaube, so viel Geld, dass ich mir das alles kaufen kann, kann ich gar nicht so schnell kriegen. Das dauert wahrscheinlich einen Moment. Upsala, da hänge ich fest. So, jetzt gehen wir erstmal in das... in das Haus hier rein. Ihr seid gerade erst angekommen und seid sicher auf der Suche nach einem Platz zum Ausruhen. Aber da seid ihr leider nicht die Einzigen. Diese Herberge ist oft schon weit im Voraus ausgebucht. Ihr könnt den Wirt ja mal fragen, aber es würde mich wundern, wenn er auch nur eine Besenkammer für euch hätte. Okay. Es ist Hochsaison. Die Touristen kommen in Scharen. Ich fürchte, wir haben kein Zimmer frei. Tut mir wirklich leid, aber ihr hättet eine Reservierung vornehmen sollen. Viel Glück beim nächsten Mal. Alter! Alter! Habt ihr das gerade knallen hören? Gott! Da ist irgendein grüner Vogel gerade voll vor meine Scheibe geflogen. Okay, Sekunde mal kurz. Okay, so, da bin ich wieder. Also dem Vogel scheint es gut zu gehen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist danach einfach stumpf weitergeflogen. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das ein Grauspecht oder ein Grünspecht oder so ein Kram. Komisch. Wo mir einfällt, haben wir eigentlich Geld eingezahlt? Ich bin manchmal so vergesslich. Das ist unglaublich. Wir gehen doch nochmal shoppen. Weil wir noch 4000 haben. So. Hallo, du da? Oh nein, nicht schon wieder. Seht mich nur an, schon wieder verkehrt herum. Noch nicht mal diese tolle Desmodium-Essenz hindert mich daran, mich im Schlaf herumzuwälzen. Okay. Oh, holde Herzensdame, Herr Mitira. Werdet ihr jemals mir gehören? Mein Herz verzehrt sich nach euch. Ihr habt nichts gehört, oder? Nein. Es ist nämlich so, dass ich über beide Ohren verliebt bin. Und jetzt kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Als ich von diesem Wasser hörte, das jede Krankheit heilen kann, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Aber in Wahrheit gibt es kein Heilmittel für die Krankheit namens Liebe. Oh, wie soll ich nur ohne sie weiterleben? Mir bleibt nur die Hoffnung, dass wir uns in meinen Träumen finden. Ist das nicht auch eine Frau? Ach, ich glaube, sie ist... Also entweder ist das ein Kerl, der aus irgendeinem Grund ein bisschen weiblich aussieht, oder wahrscheinlich ist es ein Kerl. Ist bestimmt ein Kerl. Oder sie wäre lesbisch, aber das glaube ich nicht. Ich hatte ja auch schon mal Probleme, Milena als Frau zu identifizieren. Oh, ein Arzt. Wenigstens sieht er genauso aus wie der, den wir hier in Somnia hatten. Das Wasser, das dieser Stadt als Haupteinnahmequelle dient, strömt aus den Tiefen der Höhle im Norden.
Früher konnte man bis ins Innere der Höhle vordringen, aber vor etwa 20 Jahren hat ein Erdbeben sie für immer verschlossen. Ach, das lässt sich doch bestimmt irgendwie wieder einrichten. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann in dieses Ding rein. Ach du liebes Bisschen, ich mache mir solche Sorgen um die alte Eugenie in der Kirche drüben. Die Arme wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Könnte ich doch nur mehr für sie tun. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich mein Herz ausgerechnet einem Haufen Touristen ausschütte. Beachtet mich gar nicht. Naja, immerhin ist der Haufen Touristen noch mal eben in euer Haus gelaufen, aber ist ja nicht schlimm. Das machen wir sowieso immer. Wir sind eigentlich ziemlich dreist. Was mein Vater nicht weiß, kann nicht wissenswert sein. Würde ich so nicht sagen. Leben in Harmonie mit dem Wasser, die Geschichte der Erdbeben, Hexaria, die verlorene Stadt. Hexaria. Notizen für das Monsterwitzbuch. Womit kann man einen Hacksaurier in die Flucht schlagen? Antischuppenshampoo. Wenn ich noch mehr Witze von der Sorte sammle, kann ich bald ein komplettes Monsterwitzbuch herausbringen. Na, ob das so gut wäre? Oh Mann. Das sind immer solche Flachwitze irgendwie. So. Gehen wir mal zu dir. Wir sind mit Desmodies Wasser aufgewachsen, also sind wir beinahe unanständig gesund. Aha. So. Wie war das? Ich fürchte, ihr müsst lauter sprechen. Die Höhle, sagt ihr, die Decke ist vor Jahren eingestürzt, also werdet ihr nicht besonders weit hineinkommen? Was? Danach habt ihr mich gar nicht gefragt? Verzeihung, bei dem Getöse, das dieser Wasserfall macht, verstehe ich oft nicht mal meine eigenen Gedanken. Okay. Wir wurden gerade von einem alten Mann angeschrien. Oh, ein Bunny. Hilfe. Oh, hallo. Wollt ihr ein Rätsel hören? Okay, los geht's. Wann ist ein Bar? Ist eine Bar keine Bar? Wenn dein Ehemann dich aus irgendwelchen bizarren Gründen so tun lässt, als würdest du in einer Bar arbeiten. Ja. In der Tat bizarr. Sehr bizarr. Anscheinend zwingt ihr Ehemann sie gerade dazu. Okay. Könnt ihr euch vorstellen, was ich mir alles anhören muss, weil meine Mutter ein Häschen ist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon. Oh, das Modium Essenz. Ah, das sind nur Getränke. Was könnte es Schöneres für einen Mann geben, als sich einen Drink in seinem eigenen Haus von seinem eigenen Häschen servieren zu lassen? Wie ihr seht, bin ich bester Laune und daher werde ich euch eine uralte Weisheit anvertrauen. Ah, uralte Weisheiten, immer her damit. Es gibt ein altes Sprichwort, das den Leuten in dieser Stadt schon seit Generationen bekannt ist. Mit dem Spiegelschlüssel in der Hand sind Objekte im Mondspiegelturm näher, als sie erscheinen. Okay. Okay. Von diesem Mondspiegelturm habe ich doch schon mal was gehört. Hat da nicht der Kerl im Brunnen irgendwas zugesagt? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Sprich du auch nochmal mit mir. So. Ah, noch mehr Touristen. Das hat uns noch gefehlt. Egal, ich schätze die Höhle im Norden. Steht auch in eurem Reiseführer? Ja. Was aber nicht in eurem Reiseführer steht, ist die Geschichte vom Spiegelschlüssel, der einst in dieser Höhle versteckt war. Nein. Vor einigen Jahren hat ein Erdbeben die Höhle zum Einsturz gebracht und alles, was darin war, von der Außenwelt abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob an der Schlüsselgeschichte was dran ist, aber jetzt ist es sowieso zu spät, das herauszufinden. Ach, wir finden bestimmt einen Weg in die Höhle irgendwie rein. Wenigstens gehe ich mal stark davon aus und dann müssen wir wahrscheinlich diesen Spiegelschlüssel besorgen. Vor allen Dingen Spiegelschlüssel, das klingt schon wieder so verdächtig nach Spiegel des Ra und so. Vielleicht ist ja auch der Spiegel des Ra in diesem Mondturm und dass man den vielleicht nur mit dem Schlüssel bekommt, weil er dann irgendwie näher dran ist. Vielleicht so ungefähr? Ich weiß nicht, ich laber wahrscheinlich wieder wirres Zeug, aber irgendwie so könnte es ja sein. Also, ich würde mal sagen, ich glaube, ich muss meinen Part jetzt beenden. Ich glaube, als ich das gerade abgebrochen habe wegen dem komischen Vogel, war ich bei 7 Minuten 50. Fliegt einfach. Der war riesengroß, wie so eine Taube. Nur nicht so dick, aber riesengroß und so grünlich und er fliegt voll gegen meine Scheibe. Frontal. Nicht mit dem Kopf, aber voll mit der Brust dagegen. Okay, ich höre auf zu sabbeln. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios.